Wir schreiben das Jahr 1854. Die SS Arctic, das schnellste Passagierschiff seiner Zeit, stach in See, um den Atlantik zu überqueren. Sie schipperte durch einen nebligen Schleier und verschwand langsam im Unbekannten. Die Collins Line, eine amerikanische Reederei, die 1818 gegründet wurde, begann erst 1835 mit dem Transatlantikverkehr. Ihre Dampfschiffe überquerten den Atlantik von Liverpool nach New York in 10 Tagen. Ich weiß, nach heutigem Maßstab klingt das nicht besonders zügig, aber du musst wissen, andere Schiffe brauchten damals für dieselbe Strecke mehrere Wochen. Sachte trieben die hölzernen Rümpfe auf dem Wasser, angetrieben von starken Dampfmaschinen. Beliebt waren sie bei hochrangigen Leuten. Sie gingen davon aus, dass mit einem so fortschrittlichen Schiff nichts schiefgehen konnte. Das erinnert mich an ein anderes Schiff, von dem alle glaubten, es sei unsinkbar. Aber wir sind bei der Collins Line. Die Reederei entwickelte sich zu einem ernsthaften Konkurrenten auf der transatlantischen Route. Der Hauptakteur war bis dahin die Cunard Line, eine britische Reederei, die die Arktispassage bediente. Im Jahr 1835 wurde ein neues Schiff in die Flotte der Collins Line aufgenommen. Es fuhr nach Liverpool und kam damals mit der größten Ladung nach New York zurück. Von da an wuchs die Collins Line stetig. Man prognostizierte ihr eine erfolgreiche Zukunft. Aber der Betrieb dieser Schiffe war teuer, weil sie eine Menge Kohle verbrauchten. Und die enorme Leistung machte den schwachen Holzrümpfen zu schaffen. Nach jeder Reise mussten sie repariert werden. Und so wurde jede Reise teurer. Aber da die Schiffe als sicher galten und einen guten Ruf genossen, waren die Leute bereit, den hohen Preis zu zahlen. Die Reederei stand definitiv vor keiner Krise. Sie hatten etwas erreicht, was vor ihnen niemandem gelungen war. Ihre Schiffe überquerten den Atlantik in 10 Tagen. Und Edward Collins, der Eigentümer, war fest entschlossen, dieses Tempo beizubehalten. Mit den 5 Schiffen, die Collins hatte, war er der Cunard Line, die nur 3 Schiffe hatte, überlegen. Und das sorgte für noch mehr Aufmerksamkeit. Obwohl die Cunard-Schiffe mit ihren eisernen Rümpfen langsamer waren, machten sie dennoch Gewinn, egal wie langsam sie unterwegs waren. Die Arctic war Collins 3. Schiff, das vom Stapel lief. Es war mit einer Länge von knapp 90 Metern und 2 Seitenhebel-Dampfmaschinen mit je 1000 PS das größte. Die Schaufelräder machten bei voller Fahrt 16 Umdrehungen pro Minute. Als es vom Stapel lief, betitelte die Presse es als das gewaltigste Schiff, das je in den Vereinigten Staaten gebaut wurde. Doch Glanz und Ruhm konnten nicht verhindern, was als nächstes kam. Am 27. September war die Arktik von Liverpool nach New York unterwegs und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch dichten Nebel. Die Besatzung, die zu diesem Zeitpunkt 4 Jahre rekordverdächtiger Fahrten hinter sich hatte, setzte wahrscheinlich zu viel Vertrauen ins Schiff. Etwa 80 Kilometer vor Neufundland fuhren sie sorglos durch den Nebel, ohne Funkkontakt, Sonar oder andere Formen der Identifizierung von Objekten. Man nutzte nur Morsezeichen. Ein Fischerboot, die SS Vesta, war oft in der Nähe vor Neufundland unterwegs. Und an diesem Tag kreuzte es den Weg der Arktik und krachte in ihre Seite. Betroffen von der Kollision bot der Kapitän der Arktik dem viel kleineren Schiff Hilfe an. Doch dann wurde klar, dass der Schaden an der Arktik doch viel schlimmer war. Unterhalb der Wasserlinie war ein Loch, durch das Wasser in den Rumpf drang. Die Kosten für den viel schnelleren Holzrumpf schienen nichts mehr wert zu sein. Der Kapitän steuerte auf Land zu. Man versuchte, das Loch zu stopfen, das gelang jedoch nicht. Und so strömte mehr Wasser ins Schiff und drückte es nach unten. Als dann der Maschinenraum vollgelaufen war, schalteten sich die Kessel ab und nahmen der Arktik ihre gewaltige Kraft, die sie so legendär gemacht hatte. Sie wurde langsamer, bis sie zum Stillstand kam. Das Schiff sank und der Befehl lautete, es aufzugeben. Nach damaligem Seerecht hatte die Arktik nur 6 Rettungsboote dabei, um 180 Menschen zu retten. Der Besatzung und einigen Passagieren gelang es, sich vorzudrängeln und die meisten Plätze in den Booten zu besetzen. Es ging ziemlich chaotisch zu. Alle vergaßen ihre Manieren und ließen Frauen und Kinder nicht zuerst in die Boote. Nach 4 Stunden war die Arktik gesunken. 150 Besatzungsmitglieder und 250 Passagiere waren an Bord.
diejenigen, die es nicht ins Rettungsboot geschafft hatten, versuchten verzweifelt, aus Teilen des Schiffes ein Floß zu bauen. 2 Tage später erreichten 3 Boote das Ufer, die anderen 3 wurden nie gefunden. Der Rettungstrupp konnte auch noch ein paar Leute retten, die sich 2 Tage lang an Wrackteile geklammert hatten. Anders als seine Besatzung ging der Kapitän mit der Arktis unter, überlebte aber wie durch ein Wunder. Er gehörte zu den 85 von 400 Menschen, die das Unglück überlebt hatten. Als die Nachricht 2 Wochen später publik wurde, reagierte die Öffentlichkeit mit großer Trauer. Dann folgte Wut auf die mangelhaften Sicherheitsmaßnahmen und die Besatzung. In der Presse wurden Forderungen laut, per Gesetze mehr Rettungsboote an Bord zu nehmen. Jeder an Bord sollte auch einen Platz im Rettungsboot haben. Wäre man dieser Forderung gefolgt, hätten zukünftige Katastrophen vermieden werden können. Erst 60 Jahre später, nach der Katastrophe der Titanic, wurden ausreichend Rettungsboote im Seerecht verankert. Edward Collins' Frau und seine 2 Kinder waren auch an Bord des Schiffes und kehrten nicht zurück. Er war sehr traurig, aber gab sein Geschäft nicht auf. Die Collins-Linie hatte immer noch einen Ruf zu wahren, das größte, schnellste und luxuriöseste Schiff auf dem Atlantik. Edward Collins wollte ein noch besseres Schiff bauen. Es hieß Adriatic und war das größte Schiff der Welt, 108 Meter lang. Es hatte 2 Dampfmaschinen, die in dieser Größe noch nie gebaut worden waren. Diese Maschinen waren damals der Höhepunkt der Technik. Heute wären sie eher was für Modelle und Spielzeug. Mit den 2 neuen Masten konnte die Adriatic bei Bedarf auch segeln. Zum Glück hatte Collins aus der Katastrophe der Arktis gelernt. Doch bevor sein neues Schiff, die Adriatic, gebaut wurde, ereignete sich eine weitere Katastrophe. Das Schwesterschiff der Arktis war gesunken. Man glaubte, dass sich dieses Schiff mit einem der Cunard-Linie ein Rennen geliefert und einen Eisberg gerammt hatte. Dieser seltsame Wettkampf kostete 141 Menschen das Leben. Collins Verzweiflung und die schwach gebauten Rümpfe trieben das Unternehmen schließlich 1858 in den Ruin. Die neu gebaute Adriatic, die mehr als 1 Million Dollar gekostet hatte, absolvierte am Ende nur 1 Reise. Und selbst die war eine Katastrophe. Das Schiff kollidierte mit einem Schlepper. Trotzdem konnte es seine Jungfernfahrt noch beenden. Nachdem das Unternehmen insolvent gegangen war, wurde das Schiff verkauft. Für lächerliche 50.000 Dollar. Die riesigen Maschinen wurden ausgebaut und durch Segel ersetzt. Es war das größte Schiff auf hoher See. Aber 30 Jahre später wurde es aufgegeben, weil es als irreparabel eingestuft wurde. Die anderen Schiffe der Collins-Linie wurden auch verkauft, aber als Ersatzteillager genutzt. Edward Collins verabschiedete sich komplett aus der Branche und suchte sich Arbeit an Land. Da die Collins-Linie nun nicht mehr im Spiel war, waren die Cunards wieder ganz oben. Ohne Konkurrenz gewannen sie das blaue Band für die nächsten 30 Jahre und auch 180 Jahre später. Da hatten sie schon hunderte Schiffe gebaut. Mit Transatlantiküberquerungen, Weltreisen und Kreuzfahrten sind die Cunards immer noch auf den Meeren unterwegs. Bis heute ist die Cunard-Linie das einzige Unternehmen, das Schiffe zwischen Europa und Amerika einsetzt. Und damit beweisen sie, dass schneller nicht immer besser ist.